Ich bin's, Mario. Wir befinden uns nun fast am Ende der Röhrenfelsenwiesen des ersten großen Gebietes des Blumenkönigreiches. Aber zuvor habe ich noch zwei Herausforderungen zu meistern, um weitere große Blumenmünzen zu finden. Das erste ist die Röhrenfels Arena. Ich bin mal sehr gespannt, was mich da erwartet. Irgendetwas mit Kämpfen heißt es. Und zwar soll ich möglichst schnell alle Gegner besiegen. Und nun ja, ihr seht, ich bin gerade voll dabei und bei den ersten Gegnern handelt es sich um Gumbas. Na, das war einfach, denn ich habe mich dafür entschieden, Feuer mitzunehmen. Das heißt, die Fähigkeit, Feuerbälle zu schießen. Mal schauen, ob das jetzt auch ganz gut funktioniert. Hier hätten wir dann Piranha-Pflanzen, die wie im Blumenkönigreich üblich mal locker herummarschieren. Aber auch die habe ich mit meinen Feuerbällen ratzfatz ausgenockt. Es müsste dann auch schon der letzte Bereich kommen. Und da denke ich mal, dass ich zur Abwechslung mal das Elefantkostüm verwende. Und das war, glaube ich, keine schlechte Idee. Denn hier sind die Galoppterrosse. Und diese dicken Brummer, die kann ich recht gut mit meinem Rüssel außer Gefecht setzen. Und schwuppdiwupp bin ich da auch schon durchgepflügt. Nun, denn ich bin nun einmal Mario und ich habe alle drei große Blumenmünzen bekommen. Da wird König Florian richtig stolz auf mich sein und vor allem froh darüber sein. Aber jetzt muss ich noch eine weitere Herausforderung bestehen. Ein Rennen über Stock und Stein gegen einen Wiggler. Nun, Rennen gegen Wigglers kenne ich zur Genüge. Das musste ich ja schon bei Super Mario 64, glaube ich, machen. Und die Wiggler waren nicht immer einfach zu besiegen. Mal schauen, wie ich mich gegen diesen hier schlage. Kommen schon mal einige Gegner und au, der hat mich erwischt und jetzt bin ich ein kleiner Mario. Diese komischen Pilz-Spargelstangen, wie auch immer. Und der Wickler hat mich fast überholt. Wenn mich doch irgendwas berührt, dann bin ich ohnehin hinüber und segne das Zeitliche. Nun, ich bin wieder in Führung und allzu lang kann das Rennen nicht mehr gehen. Ich muss nur gucken, dass ich hier nicht runterfalle. Oh nein, jetzt habe ich der Wiggler überholt. Jetzt ist es passiert. Aber ich wäre nicht Mario, wenn ich einfach so aufgeben würde. Denn ich bin nun mal der König der Hüpfspiele, sagt man. Und ich habe knapp gewonnen. Zwar nur knapp, aber immerhin. Und daraufhin, vielen Dank, lieber Wiggler, bekomme ich einen Wundersamen. Mal sehen, was Prinz Florian dazu sagt. Er wird bestimmt sehr glücklich darüber sein. Und ein neuer Weg wurde außerdem geöffnet. Juhu, großartig, wir haben ein Wicklerrennen gewonnen. Und Wickler war sogar so nett, uns zum Sieg ein Abzeichen zu geben. Mit dem Effekt eines Superpilzes, wenn du einen Level beginnst. Möchtest du es gleich verwenden? Oh nein, vielleicht später. Okay. Alles klar, tschüss Freunde, wir sehen uns bald wieder.